bevor ich zum Islam gekommen bin, ich war prinzipiell, also ich bin als Christ getauft worden, und zwar protestantischer Christ, als ich noch ein Baby gewesen bin. Deswegen, und ich bin auch später zur Konfirmation gegangen, als ich 14 Jahre alt war. Und ich habe mich eigentlich immer sehr für den Glauben interessiert. Ich war kein engagierter Christ, aber ein interessierter Christ. Und ich habe mich für diese Religion sehr interessiert. Hatte immer dieses Gefühl, dass ich mich Gott nähern will. Und später, als ich 14 Jahre alt war, hatte ich halt mit einem Pfarrer eine Diskussion gehabt über eine Sache, die mir als Widerspruch in der Bibel erschien, und zwar im Neuen Testament. Und er meinte daraufhin, dass diese Sache also in der Bibel gefälscht ist, und hat mir halt vermittelt, dass es in der Bibel Dinge gibt, die nicht mehr original sind, sondern mit der Zeit verändert wurden. Und daraufhin habe ich prinzipiell, ich bin zwar nicht aus der Kirche jetzt sofort ausgetreten, aber daraufhin habe ich mir prinzipiell gesagt, wenn es einen Gott gibt, und dieser Gott hat uns Menschen mit der Fähigkeit erschaffen, zu denken, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens, mit diesem Bewusstsein, wenn er uns so erschaffen hat, dann muss es auch eine Verbindung geben, ein Ittisal, eine Verbindung, das heißt, er muss mit seiner Schöpfung kommunizieren. Und diese Kommunikation, wie ich sie normalerweise von der Bibel erwarte, beispielsweise, muss perfekt sein. Denn wenn sie von einem perfekten Gott kommt, dann muss die Botschaft auch perfekt sein. Und es kann nicht sein, dass in die Botschaft Fehler hineingekommen sind, sondern dass sie verdreht wurde. Beispielsweise findet man heute in der Bibel zum Beispiel Stellen, zum Beispiel Matthäus Evangelium, Kapitel 27, Vers 4. Dort steht, dass Judas, der angeblich Jesus verraten habe, dass er sich erhangen habe. Und in Apostelgeschichten 1, Vers 18, dort steht, dass derselbe Judas sich nicht erhangen habe, sondern dass er sich einen Acker gekauft habe von dem Geld, und dass er schließlich hingestürzt ist, sodass sein Leib, also sein Bauch, auseinanderbarst und seine Eingeweide herausfielen. Und das sind natürlich ganz klare Widersprüche, und da gibt es noch hunderte andere Stellen, die ganz klar zeigen, dass die Bibel zwar viele Weisheiten beinhaltet und ein gutes Buch im Allgemeinen ist, aber dass es nicht die vollständige und nicht die unverfälschte Botschaft des allmächtigen Gottes ist. Nachdem ich diese schmerzhafte Erfahrung hatte, und das war eigentlich für mich eine schmerzhafte Erfahrung, das war für mich ein Glaubensverlust, und ich habe Zweifel gehabt, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und gerade zu dieser Zeit wurde die unsinnige Theorie von Darwin auch wurde sie uns auch beigebracht. Und schließlich ist es so weit gekommen, dass ich zwischen Atheismus und dem Glauben an einen Gott, Deismus, schwankte. Und so ging das dann weiter. Ich habe dann auch gedacht, ja, wir leben nur einmal, du musst das Leben genießen, rausgehen, hin und her, kreuz und quer. Bis ich mir dann im Endeffekt Gedanken gemacht habe über den wahren Sinn des Lebens. Ich habe im Prinzip nicht schlecht gelebt, sondern mir ging es ja in dieser Zeit den Umständen entsprechend gut. Das heißt, der Mensch, der mich von außen sieht, der sagt, ey super, der hat ein dickes Auto, dem geht es gut, der ist Profiboxer, der ist dieses, der ist jenes. Und er sagt, ja super, der hat doch ein tolles Leben. Ja, die Leute mögen ihn, er ist sehr beliebt. Aber und im Nachhinein, ich hätte damals auch gesagt, ja, ich bin super glücklich. Aber im Nachhinein sage ich mir, der Mensch braucht eine Hoffnung in diesem Leben. Und die hat er nur mit dem festen Glauben, dass es einen Schöpfergott gibt, der einem auch einen Weg gibt. Und von daher habe ich mich auf die Suche gemacht. Das heißt, mein Weg war in der Nussschale zusammengeführt, also kurz gefasst. Zunächst vom protestantischen Christentum und dann immer hin und her vom Atheismus zum Deismus, also das heißt von Verleugnung des Glaubens, also das heißt im Zweifel, ob es eine göttliche Existenz gibt. Und schließlich habe ich gedacht, du musst nach dem Sinn des Lebens suchen. Und ich habe dann versucht, mich mit dem Buddhismus zu beschäftigen, mich mit indianischen Religionen zu beschäftigen, aber immer wieder, wenn ich mich mit diesen Religionen beschäftigte, fand ich, dass es dort Unstimmigkeiten gab, aus meiner Sicht, um Dinge, die mir nicht logisch erscheinen. Dinge, die falsch sind.
Man fragt sich jetzt, wie bin ich im Endeffekt darauf gekommen, meine Suche zu verstärken, mich mehr mit dem Islam zu beschäftigen. Nachdem ich Abitur gemacht habe, habe ich Zivildienst angefangen. In Deutschland macht man nach der Schule entweder einen Zivildienst, das heißt, man kümmert sich beispielsweise um alte Leute, also um alte Menschen oder andere soziale Dienste, oder man macht den Militärdienst. Ich habe einen sozialen Dienst gemacht, und zwar Essen auf Rädern. Das heißt, man fährt zu älteren Herrschaften und bringt ihnen etwas zu essen. Ältere Herrschaften, die nicht mehr selber für sich kochen können. Wahrscheinlich unbekannt in den islamischen Ländern, weil sich dort immer die Familie um die älteren Familienmitglieder kümmert. Jedenfalls, ich habe dann dort in dieser Zeit sehr viele Menschen gesehen, die innerhalb dieser Zeit gestorben sind, während ich diesen Dienst gemacht habe. Das heißt, ich war vielleicht vorige Woche bei jemandem, der in der darauffolgenden Woche gestorben ist. Das hat in mir die Begierde nach der Suche, nach der Wahrheit, nach dem Sinn des Lebens weiter verfestigt. Und ich habe gesehen, oder weiter verstärkt, mich weiter motiviert. Und ich habe gesehen, dass die Menschen, die an einen Gott glauben, immer ein glücklicheres Leben haben, insbesondere im hohen Alter. Schließlich bin ich in dem Zivildienst dann in ein Lager gefahren, wo ich jemanden getroffen habe von einer islamfeindlichen Partei in Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, was ist das Ziel in eurer Partei? Und er meinte zu mir, das Ziel in unserer Partei ist, wir wollen den Islam aus Deutschland auslöschen. Wir wollen den Islam vernichten. Und da ich halt viele muslimische Freunde hatte, hatte ich dieses Gefühl von Toleranz und fand diese Ausdrucksweise intolerant und habe einfach mit ihm diskutiert. Nachdem er alle möglichen Vorwürfe in den Raum geworfen hatte, habe ich mir dann die Frage gestellt, oder habe ich dann selber für mich beschlossen, mich mit dem Islam tiefgründig zu beschäftigen. Als ich dann aus diesem Lager, das etwa 150 Kilometer von meinem Wohnort entfernt war, wieder nach Hause kam, hatte meine Schwester eine Koranübersetzung auf Deutsch gehabt. Und da habe ich sofort gesagt, gib mir mal dieses Buch, ich möchte das gerne lesen. Ich möchte mich jetzt damit beschäftigen, nicht nur einfach das nachplappern, was mir irgendjemand erzählt hat. Und ich habe dieses Buch gelesen und das, was ich in diesem Buch gefunden habe, war, dass der allmächtige Gott in keinem Buch so beschrieben wird wie im Koran. Und dass ich bei dem Lesen dieses Buches Antworten bekam auf die Fragen, die ich mir schon immer gestellt habe, beispielsweise: Warum wurden wir erschaffen? Was ist der Sinn unseres Lebens? Warum gibt es Gutes? Warum gibt es Schlechtes? Warum passieren Unglücke? Warum werden Menschen krank? Und so weiter. Das wurde beantwortet in diesem Buch. Und ich habe kein Buch bisher gesehen, kein religiöses Buch, wo der allmächtige Gott so beschrieben wurde wie im Koran. Beispielsweise findet man heute in der Bibel, in Genesis 32, dass dort drin steht, dass Gott gerungen hätte mit dem Propheten Jakob und hätte verloren. In Genesis 6, Vers 6, dort steht drin, Genesis Kapitel 6, Vers 6, dort steht, dass Gott sagt, Gott reute es, dass er den Menschen erschaffen hat, und es schmerzt ihn in seinem Herzen. Doch was lesen wir im Koran? Im Koran lesen wir in Sura 51, Vers 56, beispielsweise, Laysa kamithli shay, wa huwa sami'ul basir. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Wir lesen im Koran, lesen wir beispielsweise, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَكَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubig geworden, die sagen, Allah, Gott, ist der Messias, der Sohn der Maria. Sprich, sagt er dann, فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنَّ رَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Wer kann gegen Allah etwas ausrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und alle samt, die auf Erden sind, vernichten will? وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und Allah gehört das Reich der Himmel und der Erde und was zwischen beiden ist. Er erschafft, was er will, und Allah hat Macht über alle Dinge. Das heißt, dieses Buch hat mich gepackt. Dieses Buch hat mir dieses Gefühl gegeben, diese Gewissheit gegeben, dass es einen Gott gibt, einen lebendigen Gott gibt. Aber der Satan wollte natürlich nicht, dass ich sofort diese Religion annehme, sondern er hat mir verschiedene Dinge eingeflüstert. Alladhi yuwaswisu fi sudurinas, der in die Herzen der Menschen einflüstert.
Und er hat zu mir gesagt, nicht, dass du nachher auch Widersprüche findest, wie beispielsweise in der Bibel, wie du sie vorher in der Bibel gefunden hast. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, dann liest du jetzt die Bibel nochmal von Anfang an. Und da habe ich die Bibel nochmal von A bis Z gelesen. Danach habe ich den Koran nochmal von Sure 1 bis Sure 114 gelesen. Danach nochmal das Neue Testament. Danach nochmal den Koran von Anfang bis Ende. Zwischendurch habe ich verschiedene Bücher über die verschiedensten Religionen gelesen. Über Hinduismus, Reinkarnation, alles Mögliche. Beispielsweise Reinkarnation, was ist hieran falsch? Hier gibt es die Theorie, dass der Mensch beispielsweise stirbt und je nachdem, ob er ein gutes oder ein schlechtes Leben geführt hat, kommt er im nächsten Leben als ein höher eingestuftes Wesen wieder oder niedriger. Beispielsweise er war jetzt ein schlechter Mensch oder war jetzt ein guter Mensch, dann kommt er im nächsten Leben als ein Mensch mit einem höheren Status heraus, bis er dann irgendwann das Ziel erreicht hat, sozusagen die Erlösung, Nirvana, oder den Zustand, ich sage mal, diesen besonderen Zustand. Aber hier stellt sich die Frage, und das habe ich mit einigen Leuten, die diese Theorie der Reinkarnation vertreten, habe ich mit ihnen diskutiert. Hier stellt sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Mensch und dem Tier? Und dann sagen wir, der Mensch handelt aus seinem Bewusstsein heraus, mit seinem Verstand. Und das Tier handelt rein aus seinem Instinkt. Dann sagen wir, okay, wenn jetzt der Mensch beispielsweise ein Mensch war und wurde dann, weil er ein schlechter Mensch war, im nächsten Leben zur Kakerlake, wie kann dann diese Kakerlake wieder aufsteigen oder absteigen? Denn sie handelt sowieso nur nach Instinkt. Das heißt, diese Theorie ist ganz deutlich falsch. Ich habe mich weiter beschäftigt mit dem Koran und die Propheten, die vorher gekommen sind, die Wunder, die dort waren, das waren alles Wunder für die eine Zeit. Beispielsweise, dass Jesus Kranke geheilt hat, können wir heute nicht mehr wahrnehmen. Können wir heute nicht mehr nachweisen, wissenschaftlich nachweisen. Dass Moses das Meer gespalten hat, das können wir heute nicht unmittelbar wahrnehmen. Aber wir lesen im Koran beispielsweise in Suratul Hadid, das ist die 57. Sure, dass Allah sagt, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدِ, wir haben das Eisen herabgesandt. Die moderne Naturwissenschaft hat festgestellt, dass das Eisen aus dem äußeren Universum kommt. Das heißt, es ist unmöglich, dass Mohammed zu seiner Zeit wusste, dass das Eisen herabgesandt wurde. Man stellt sich die Frage, wieso steht hier herabgesandt? Wieso steht hier nicht erschaffen? Wieso steht hier nicht quillt aus dem Erz hervor? Wieso steht hier herabgesandt? Das ist die Frage, die man sich stellt. Und hier ist ganz klar, dass darauf hingewiesen wird, dass, so wie die moderne Naturwissenschaft bestätigt, das Eisen aus dem äußeren Universum kommt. Etwas, was Mohammed, alayhi salatu wassalam, ein Analphabet zu seiner Zeit unmöglich wissen konnte. Das heißt, ein wahres Wunder. Heutzutage sehen wir hunderte von Menschen, tausende von Menschen, zehntausende von Menschen, die den Koran auswendig können. Man geht zum Beispiel zu einem Koranwettbewerb und das ist auch ein lebendiges Wunder vom Islam. Man geht zu einem Koranwettbewerb, wo vielleicht ein Kind ist, das 10 Jahre alt ist, aus China oder irgendwoher. Und man sagt zu ihm, Salam alaikum, er sagt, wa alaikum assalam, Friede und Segen auf dir, Friede auf dir. Dann sagt man weiter, Kaifa haluk, auf Arabisch, wie geht's? Und er hat keine Antwort. Das heißt, er kann dieses ganze Buch, über 600 Seiten auswendig, obwohl er kein Wort Arabisch praktisch kann. Man muss mal versuchen, eine Seite auf Chinesisch auswendig zu lernen, auf irgendeiner Sprache. Das heißt, das ist ein lebendiges Wunder, wie Allah im Surat al-Qamar, das die 54. Sure vom Koran sagt. Wir haben den Koran leicht gemacht zur Ermahnung, so wer lässt sich ermahnen, sinngemäß. Und hier ist der Punkt. Beispielsweise an anderer Stelle sagt Allah, das ist in Sure Tur oder Sure Dhariyat, da sagt er, den Himmel haben wir mit Kraft aufgebaut und wir dehnen ihn aus. Erst im letzten Jahrhundert hat man festgestellt, dass sich das Universum ausdehnt mit den modernsten wissenschaftlichen Geräten. In Sure 96 wird darauf hingewiesen, dass der Mensch aus einem Alak entsteht, ein Blutegel-ähnliches, dass er daraus entsteht, ein Blutegel-ähnliches Objekt. Und das ist etwas, was im Koran
vor 1400 Jahren stand, was aber die Wissenschaftler mit Mikroskopen und mit den modernsten wissenschaftlichen Geräten erst im letzten Jahrhundert rausgefunden haben. Das heißt, hier hat man das lebendige Wunder. Hier hat man das lebendige Wunder. Und ich habe mich hiermit beschäftigt. Und es wurde alles beantwortet. Das heißt, der Islam stimmt von vorne bis hinten, von A bis Z. Ja? Und wenn man diese Frage beantwortet hat, ist der Koran von Gott? Ist das, was die Sunna offenbart? Ist das die Botschaft vom allmächtigen Gott? Dann ergeben sich alle anderen Fragen. Warum gibt es Kopftuchgebote im Islam? Warum gibt es 100 Peitschenhiebe für den, der Zina begangen hat? Denn wenn Gott dies bestimmt, dann hat man keine Wahl mehr. Dann kann man nicht sagen, ja, ich hätte es lieber doch nicht. Denn es ist der Befehl vom allmächtigen Gott. Es ist der Befehl vom Schöpfer. Wie gesagt, ich habe mich weiter damit beschäftigt, diese ganzen Dinge herausgefunden, diese lebendigen Wunder gesehen. Und ich habe dann angefangen zu beten. Und obwohl ich den Islam noch nicht angenommen habe, ich habe angefangen zu beten. Und aber der Satan wollte nicht, dass ich die Shahada mache. Ich konnte schon die Surat al-Fatiha, Qul huwallahu ahad. Ich wusste schon komplett, wie man betet. Und eines Tages, mein Freund Genghis Koç, der auch für Kickbox-Weltmeister früher war, ich habe mit ihm zusammen trainiert. Und es kam immer ein Kollege aus Amerika. Ein amerikanischer Sparringspartner kam nach Deutschland, um hier zu trainieren. Und mein Freund Genghis Koç ist immer mit ihm zu Salatul Jumu'ah gefahren, zum Jumu'ah-Gebet. Und eines Tages konnte er nicht mit ihm gehen. Und daraufhin hat er mich angerufen und hat gesagt, bitte bring du diesen Khalid, also das ist der Boxer aus Amerika, bring ihn heute zum Jumu'ah-Gebet. Und ich habe mich geduscht, bin dann mit ihm zum Jumu'ah-Gebet gefahren. Und ich bin in die Moschee rein, habe erstmal zwei Rakat, Tahiyat al-Masjid, Begrüßung der Moschee gebetet. Ich wusste ja schon, wie man betet. Ja, und ich hatte aber noch gar nicht den Islam angenommen. Und schließlich vor dem Jumu'ah-Gebet kam dann ein Mann zu mir, ein älter marokkanischer Mann. Und dieser Khalid Jones saß, wir saßen alle zusammen und er meinte zu mir, bist du der einzige Muslim bei dir in der Familie? Oder sind deine Eltern auch Muslime? Und in diesem Moment stellte ich mir die Frage, sagt zu mir, eigentlich hast du ja noch gar nicht die Shahada gesagt. Und in diesem Moment hat Allah, Alhamdulillah, mich recht geleitet und den Satan von mir weggenommen. Und ich sagte zu ihm, als er gefragt hat, sind deine Eltern auch Muslime, habe ich gesagt, nein, ich bin der einzige Muslim bei mir in der Familie. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Und hier bin ich Muslim geworden. Und dies war der Moment, ich habe mich erleichtert gefühlt, wo ich angefangen habe, Muslim zu sein. Und habe dann versucht auch, inshallah, versucht mich so gut wie es geht zu verbessern, von Jahr zu Jahr und so weiter. Alhamdulillah.